Hallöchen! Ich mache jetzt direkt im Anschluss an mein ABC-Bücher-Video eine Buchempfehlung. Ich habe ja schon in einem Video gesagt, dass ich das eigentlich schade finde, nicht sofort zu jedem Buch was sagen zu können, weil das von der Zeit nicht hinhaut. Aber waren halt eine ganze Menge Bücher von A bis Z. Deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, für meine Lieblingsbücher einzelne Videos zu machen. Und da fangen wir an mit Kates Geheimnis von Brenda Joyce. Es ist so, das Buch habe ich das erste Mal gelesen vor ungefähr, boah, ich weiß nicht, wann war das? Ich war da bestimmt 13 oder so, würde ich sagen, 13 oder 14 höchstens. Und nachdem ich Harry Potter gelesen hatte, hat mir meine Tante das Buch empfohlen. Und damals war es ein Taschenbuch und das Buch war hinterher so ausgeleiert, weil ich das so oft gelesen habe. Und ich war total stolz auf das Taschenbuch. Eigentlich mag ich das gar nicht, wenn Bücher so, ein bisschen runtergekommen aussehen. Aber bei dem Buch, man sieht es schon an dem Cover auch, das ist auch so ein bisschen altmodisch, das hat erstmal dazu gepasst, dass das so ein bisschen ramponiert aussah. Und außerdem fand ich das bei dem irgendwie schön, weil ich gedacht habe, man sieht halt an dem Buch, das hat seine Lesespuren und man sieht, dass es älter ist. Und ich fand das toll, weil das halt, wie gesagt, ein Buch aus meiner Kindheit war. Und ich war echt, ich habe das Taschenbuch geliebt. Die Seiten fielen da schon raus und auf jeden Fall hat eine Freundin von mir das mal da gelesen und danach ist es wohl ganz auseinandergefallen und dann hat sie es weggeschmissen. Das fand ich echt fies. Selbst ganz auseinandergefallen hätte ich es wieder genommen. Aber okay, jetzt habe ich eine gebundene Version, ist eigentlich auch ganz schön und bin damit auch soweit zufrieden. Es kommt ja nur auf den Inhalt an. Ich will euch mal den Klappentext vorlesen. Und zwar, Jill Gallagher, von Beruf Tänzerin am Broadway, ist mit ihrem Verlobten Hal Sheldon, Sohn eines englischen Lords, zu einem Wochenendausflug außerhalb New Yorks unterwegs. Während der Autofahrt verliert Jill plötzlich die Kontrolle über den Wagen und sie schleudern an einen Baum. Hal stirbt in ihren Armen und seine letzten Worte lauten, ich liebe dich, Kate. Ja, schon damals habe ich das Buch verschlungen. Beim allerersten Mal, als ich das gelesen habe, war ich total begeistert. Ich habe auch in dem ABC-Büchervideo gerade schon gesagt, in dem Buch war der erste Mann, der erste Buchcharakter, in den ich mich verliebt habe. Und ich werde nicht verraten, wer es ist. Ihr müsst das Buch selber lesen, weil am Anfang kommt man gar nicht darauf, dass das eine Liebesgeschichte ist. Eigentlich geht es ja eher darum, dass die Jill rausfinden möchte, warum ihr Verlobter sagt, ich liebe dich, Kate. Und am Ende da kommen dann ganz ganz spannende Sachen raus. Sie ist dann in dem Haus in, ich glaube, London ist das, London. Da ist sie, bringt sie seinen Leichnam zu seiner Familie zurück und die begegnen ihr alle total kalt. Die sind richtig herzlos, sie kippt da um und liegt da in Ohnmacht, weil sie so mitgenommen ist. Und die sind dann trotzdem, behandeln die so wie, als hätte sie was verbrochen, weil die halt glauben, sie war schuld an dem Unfall. Aber, irgendwo war sie auch schuld. Sie gibt sich selbst, sie macht sich selbst Vorwürfe, weil sie abgelenkt gewesen ist. Denn ich denke, so viel kann ich schon verraten. Sie hat in dem Moment, als sie diesen Unfall verursacht hat, zu viel über Hal nachgedacht. Denn er hat ihr gesagt, dass er sie eigentlich doch nicht heiraten kann. Und mehr will ich aber gar nicht dazu sagen. Auf jeden Fall ist sie dann da in London, als sie seinen Leichnam zurückbringt und sie bekommt auch kein Hotel und muss dann in dem Haus schlafen, in dem seine Familie lebt. Und sie schnüffelt so ein bisschen rum und findet in seinem Zimmer, in seinem alten Zimmer, ein Foto. Und auf dem Foto ist eine Frau, die ihr verblüffend ähnlich sieht. Sie dreht das dann um und da steht Kate Gallagher. Und sie heißt mit Nachnamen Jill Gallagher. Und das verwirrt sie natürlich noch mehr, weil Hal gesagt hat, im Sterben gesagt hat, ich liebe dich, Kate. Und sie dann unbedingt rausfinden will, wer diese Kate ist. Und es spielt, einerseits ist das Buch also aus Jills Perspektive geschrieben. Und man erfährt, was sie so durchmacht. Aber andererseits kommen dann nach und nach, nicht von Anfang an, aber so ungefähr Mitte des Buchs, kommen dann auf einmal Zeitsprünge. Also man erfährt Sachen über Kate.
und wer sie gewesen ist. Aber man versteht am Anfang nicht die Verbindung, was sie jetzt mit Jill zu tun hat oder mit Hell. Und das kommt alles erst am Ende raus und das verrate ich euch nicht. Und ist richtig spannend. Also auch was mit Kate passiert ist, das verrate ich natürlich auch nicht. Aber es ist ein super, super Buch. Und wie gesagt, die Liebesgeschichte, die so ein bisschen versteckt eigentlich vorkommt, weil am Anfang denkt man nicht, dass da was rauskommt oder dass sich da was entwickelt, aber es ist wirklich, wirklich ein traumhaftes Buch. Das Ende ist einerseits ganz schön grausam, weil es normalerweise, ich liebe Happy Ends, und da das Buch ja zwei Geschichten quasi hat, ist die eine Geschichte, die endet sehr schön und die andere sehr traurig. Und das ist einerseits, finde ich, eine super Kombination. Das ist somit was für jeden. Ich, wie gesagt, mag das normalerweise nicht, wenn was traurig endet. Und in dem Fall war ich damit auch nicht ganz so zufrieden. Aber man kann ja seine eigene Fantasie freien Lauf lassen. Und ich habe sogar ein Zusatzkapitel dafür geschrieben. Das könnt ihr, wenn euch das interessiert, auf meiner Homepage nachlesen. Und damit war ich dann wirklich glücklich. Und wie gesagt, ich habe das Buch so oft gelesen. Ich habe es auch einer Freundin empfohlen, die hat normalerweise nie Bücher gelesen. Sie hat gesagt, sie will eigentlich mal wieder Bücher lesen, weil das eine schöne Sache ist. Aber sie findet kein Buch und ich soll ihr mal eins empfehlen. Und ich habe Dutzende Bücher gelesen und konnte ihr dann natürlich, hätte ihr eine Menge empfehlen können, aber ich habe mich für Kates Geheimnis entschieden. Und am Ende hat sie gesagt, Janine, das war echt eine super Empfehlung. Jetzt mag ich Bücher wieder. Sie hat das auch super schnell verschlungen für ihre Verhältnisse. Und danach wollte sie dann auch weiterlesen, weil ihr das so Spaß gemacht hat. Dann hat sie ein Buch von Cecilia Ahern genommen. Und ich habe gedacht, ja, ist eigentlich keine schlechte Idee, damit macht sie bestimmt auch gut weiter. Aber dann hat ihr das Lesen wieder keinen Spaß gemacht. Und da kann man schon sehen, Cecilia Ahern ist eine super Autorin, aber mit Kates Geheimnis konnte sie dann nicht mithalten. Ein großartiges Buch. Es gibt von Brenda Joyce noch ein paar andere. Also sie hat nicht wahnsinnig viele Bücher geschrieben, aber zum Beispiel Isabels Fluch gefällt mir gar nicht. Der ist, das Buch ist sehr abgedreht, sage ich mal. Und da muss man so ein bisschen was für Geister übrig haben. Oder wie heißt es? Russische Liebe. Das ist eigentlich auch noch ganz schön von Brenda Joyce. Aber würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr Kates Geheimnis gelesen habt und sagt, ich möchte noch eins von ihr lesen, dann kann ich euch auch Lanas Schuld ans Herz legen. Das ist auch super schön. Als erstes würde ich Kates Geheimnis lesen, weil dann seid ihr bestimmt überzeugt von der Autorin und dann könnt ihr danach Lanas Schuld lesen. Das ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem super schön. Hat auch eine tolle Liebesgeschichte. Ja, und immer, immer spannend sind die Bücher. Man kann da wirklich bis zum Ende mitfiebern und wird am Ende auch nicht enttäuscht. Die Auflösung ist immer sehr interessant, sage ich mal so. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss!